sehr verdächtig vor. Versteck! Schnell, Holzbier! Wir sitzen in der Falle. Puh, das war knapp. Komm wieder runter, Akka. Ich bin's nur. Diese fiesen Adlertypen sind weg. Oder? Sind sie das? Ich kann's nicht genau erkennen. Fahr mal dein Teleskop aus, Goro. Von hier oben sieht man's besser. Ich glaube, sie tanzen. Was? Bist du sicher? Ne? Unsinn, das ist kein Tanz. Sie sind im Spähflug, das bedeutet, sie lauern auf ihre Beute. Daunenfein und Martin haben sich bestimmt dort versteckt. Und die Adler warten, bis sie rauskommen. Dann müssen wir ihnen helfen. Ideen? Uns bleibt keine Wahl. Wir stellen uns dem Feind von Angesicht zu Angesicht. Trotz der Gefahr sind wir in der Überzahl. Guter Plan, wenn du als Adlerfutter enden willst. Hast du ihre Krallen gesehen? Was? Du bist doch sonst immer der Draufgänger. Und jetzt sollen wir die Federn einziehen? Nein, aber ich habe eine bessere Idee. Leute, wir brauchen einen Maulwurf. Aber Maulwürfe machen mir Angst. Oh Mann, keine Sorge, Gorgo. Ich meinte damit, dass wir einen Spion einsetzen. Jemand gibt sich als einer von ihnen aus, gewinnt ihr Vertrauen und dann retten wir Martin und Daunenfein. Ach so. Nein, ich verstehe kein Wort. Wie soll das gehen? Wir sind doch keine Adler, wir sind Gänse. Was, ich? Warum ich? Weil du die größte und stärkste Gans bist. Den Rest bringe ich dir bei. Bim, bam, bum, abracadabra. Ich verwandle dich in 0, nichts in einen mächtigen Adler.